Hallo und guten Morgen. Ich habe heute zwei Sachen auf dem Plan, und zwar möchte ich gerne nach Kerzin fahren. Dort ist ein Windpark mit ja, sehr großen Windraddichte, wohl einer mit der größten Flächen mit maximaler Anzahl von Windrädern. Das ist das eine Ziel, und das andere Ziel wäre zu schauen, ob es eventuell Prozentangaben an der Giro gibt, die einfach verschwinden oder gar nicht erst vorkommen. Da gibt es ein paar Vermutungen im Forum, dem werde ich mal nachgehen. Wie immer nehme ich euch gerne mit, und jetzt geht's los. Bis gleich. Ich bin jetzt in der Nähe von Kerzin gelandet, habe herausgefunden, dass die Giro als Prozentangabe vom Akku die 81, die 61 und die 21 überspringt. Ist mir in 8000 Kilometern nie aufgefallen, aber jetzt habe ich es auf Kamera und kann es beweisen. Leider ist es heute sehr neblig. Man kann vielleicht so den ein oder anderen ein oder andere Windrad erahnen vom Boden aus, man sieht es leider nicht. Mich erreicht auch die Frage, wo ich denn meinen Strom herbekomme, beziehungsweise wo der Strom wiederum dann auch herkommt, dass doch über die Hälfte des Stroms auf dem deutschen Markt aus Braunkohle, Steinkohle und Atomkraft kommt. Dann antworte ich Folgendes: Wenn ich öffentlich lade, ist es so, dass zum Beispiel bei Vattenfall, bei vielen privaten Anbietern, bei verschiedenen Stadtwerken in jedem Falle Ökostrom in den Säulen fließt oder rausgenommen wird. Das macht natürlich total Sinn, wenn man grüne Elektromobilität anbietet, dass dann dementsprechend halt auch Ökostrom dort zu bekommen ist. Mittlerweile gibt es sehr viele private Ladepunkte, Ladestationen. Wenn man sich damit beschäftigt, hoffe ich, denke ich, zumindest ist es bei mir so, dass man sich dann dort auch privat für Ökostrom entscheidet. Zum Beispiel bei meinem Ladepunkt im Fahrradladen Stadtrat ist seit Jahren ja, der Tarif umgestellt auf Ökostrom. Sicherlich können wir als Verbraucher vielleicht nicht die Kohlekraftwerke abschalten, beziehungsweise großartig wahnsinnig viele Sachen verändern. Ja, wenn jetzt sehr viel Strom im Netz unterwegs ist, meistens Kohlestrom, wird es halt häufig erlebt, dass Windräder stillstehen, ne, dass Solaranlagen abgeschaltet sind, dass die Windräder abgeschaltet sind, keinen Strom produzieren. Das ist natürlich eine Schweinerei. Das, was wir machen können, wäre, den Stromanbieter zu wechseln. Wenn immer mehr Leute Ökostrom von meist kleineren Betrieben vielleicht sogar abnehmen, vielleicht sogar regional, das wäre natürlich ziemlich ideal dann. Dann fließt das Geld, was wir für den Strom ausgeben, auf jeden Fall in die erneuerbare Energie, um das weiter auszubauen und das zu vergrößern. Wenn ich jetzt meinen 20 Jahre Stromvertrag bei Stromanbieter X habe, der noch irgendwie, weiß nicht, stark Ökostrom
sich dem gegen verwehrt und sehr viel Kohlestrom mit drin hat, sehr viel Atomstrom, dann wird sich da nicht allzu viel ändern. Ne? Der Stromanbieter verkauft den noch gut. Und warum sollte er damit aufhören? Umso mehr Leute in den Ökostrom oder in den Strom wechseln, umso größer sind die Chancen, dass wir davon wegkommen. Irgendwann, wenn keiner mehr Atomstrom oder Kohlestrom haben möchte, müssen sich die Anbieter dementsprechend was Neues einfallen lassen. Sicherlich kann jetzt der ein oder andere damit kommen, naja gut, dann wird der Strom halt exportiert. Ja, sicherlich, das wird sicherlich passieren. Aber ein kleiner Schritt wäre es auf jeden Fall, den Stromanbieter zu wechseln. Ich mache das mittlerweile so, dass ich meinen Wechseltermin auf den 1.1. gelegt habe und praktisch jährlich wechsle und dadurch auch immer wieder andere Stromanbieter mit reinbekomme bzw. Prämien halte und dadurch halt teilweise noch weniger bezahle, als wenn man jetzt den normalen Stromanbieter vielleicht über Jahre hinweg behält. Es lohnt sich also doppelt, einmal für die Umwelt und einmal für den Geldbeutel. Der Nebel hat sich endlich verzogen, so ein bisschen. Und jetzt kann ich euch nochmal den ganzen Park zeigen. Ganz schön unglaublich. Ich habe vorhin, ich glaube, 2 oder 3 gesehen. Ja. Hätte ich niemals gedacht, dass hier so viele stehen. Habe ich schon gefragt, ob ich vielleicht vorbeigefahren bin oder nicht mich richtig informiert habe vorab. Aber es sieht gut aus.